Ein großes Yoshi, hallo, ich bin der Yoshi Gamer und heiße alle herzlich willkommen zu einer großen Nachricht. Und zwar, ich bin jetzt live auf Twitch. Ja, ich möchte Livestreams machen. Gestreamt werden Sachen wie World of Warcraft, Diablo 4, Phasmophobia, League of Legends, Random Horror Games, wenn wir genug Leute sind. Und dachte, vielleicht wollt ihr davon wissen, vielleicht wollt ihr live dabei sein. Und der nächste Stream ist übrigens, wenn wir schon dabei bei dem Punkt sind, nächste Woche am 25.08. um 20 Uhr. Seid dabei, würde mich freuen. Ihr findet meinen Twitch-Account unten in der Videobeschreibung mit einem Link. Draufklicken, ihr seid da auf meinem Twitch-Account. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ne? Ist kein Zwang, ist natürlich ein einfaches, wenn ihr Lust dazu habt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit viel Spaß mit dem Video. Damit bis dann, der Yoshi-Gamer hier. Haut rein. Ciao, ciao, Yoshi. Und damit herzlich willkommen und ein großes Yoshi-Hallo. Ich bin der Yoshi-Gamer und heiße ich zur Mortui Outbreak Secrets. Willkommen. Scheint ein Grusel-Horrorspiel zu sein über eine Zombie-Apokalypse. In Pixel-Grafik-Stil. Fand ich sehr interessant. Und soll auch nicht so lange gehen. Sollte es wirklich zu kurz sein wie die letzten Male, werden wieder ein paar mehr Grusel-Horrorspiele dabei sein. Wahrscheinlich wieder 3 Stück. Hab schon was vorbereitet, keine Sorge, diesmal läuft das ein bisschen einwandfreier. Und damit würde ich sagen, Settings habe ich soweit alle eingestellt, das ist alles okay soweit. Ne, ich würde sagen, wir starten mal. Ich bin sehr gespannt. Other Games, 1986 zum Beispiel. Scary Mr. Shinzo Escape. Der scheint ein bisschen mehr Spiele zu machen. Ist allerdings nur eine Demo. Ist schon cool gemacht mit der PlayStation 1 und so. Ist schon. Was können wir da noch auswählen? Können wir da irgendwas anderes auswählen? Nee, ne? Nö. Okay, dann starten wir einfach mal. Loading. So. Oh, es geht auch schon los. Current Object. Drücke E für Lights. Turn the lights with the light switch on and more. Ich kann also. Oh Gott, die Kamera ist. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mal kurz ein bisschen die Empfindlichkeit einstellen von der Maus. Also ist okay. So, mit E können wir Lichter an- und ausmachen. Gott. Oh, das ist komisch, das Laufen. Das ist quasi. Warte mal. Ich sehe gerade. Warte mal. Ich mach das mal anders. Warte mal. Ich mach mich mal hier runter. So, dann sieht das besser aus. So. Bisschen zu leid. So, genau. Mit E können wir Lichter ausmachen. Wahrscheinlich auch Türen öffnen. Hör was, geht zur Flashlight, was ist das? Batterien. Oh Gott, okay. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. E für Inventar öffnen. Oh, sieht cool aus, Leute. Ich mag den. Oh, schön. Warte mal, ich gehe mal ein nach rechts. Ich muss das. So, und dann News, ne? Wie viel Prozent hat unsere Taschenlampe denn jetzt? Achso, ja, okay. Warte mal. Exit wieder. 60%. Kann ich aber die andere auch nochmal nutzen? Ich würde das gerne auf 100% haben. Mal use. Und dann so. Okay. Zurück. Spießlaut genug. Okay. Moment, warte mal. Kann ich ein bisschen. Entschuldigt, Leute. Ein bisschen lauter machen. Oh, nur Momento. Warte mal. So, da bin ich wieder. So, ich hab echt gedacht, ich habe keinen Spielsound, aber ich habe ja selber was gehört. Ich dachte, ihr hört nichts. Hab das Spiel jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ne, hab hier ein bisschen den Sound ein bisschen erhöht. Ne, also hier, jetzt kann ich auch verstehen, was die alte Dame hier gerade sagt. Die sagt, die Infizierten auf der Straße sind sehr aggressiv. Oh Gott. Use the buttons for open iron door. Oh, so kann ich Lampen anmachen. Use the buttons for. Was für Buttons? Hier meinst du? Hier ist Licht an. Aus meine ich. Das war ekelhafter Soundeffekt. Aber okay. Wow, ob ich mich da zurückfinde. Nee. Ich kann auch rennen. Muss auch mitnehmen. Nee. Hä?
Ah, okay. Ah, okay. Die Tür ist jetzt geöffnet. Ich kann jetzt weiter durch die Abwasserkanäle laufen. Oh Gott, Leute, okay. Ich habe das Gefühl, wir haben hier ein gutes Spiel getroffen. Also, so können wir uns ducken. Turn the power. Go in the power room and turn the emergency power off the server lights. And the doors. Die Frage ist, wie ist das mit dem Leben? Also, haben wir Trefferpunkte oder sind wir einfach one-shot tot, wenn wir getroffen werden? Warte mal, machen wir Licht an. Ist nicht schon, ne? Ja. War nicht an. Also ins Schloss. Hä? Warte mal, hier. Oh, oh, jetzt haben wir Licht angemacht. Okay, okay, okay. Ja, da war jemand mächtigen Hunger. Sehr mächtigen Hunger. Take the Wolf. Okay, okay, wir nehmen das Rad so. Oh, das ist Pizza. Nimm die Pizza mit. Oh, sieht zumindest aus wie Pizza. Und oh, nimm dir irgendeine Waffe. Nimm das mit. Nimm das mit. Warum liegt hier ein Burger? Ich meine, lecker, aber den würde ich jetzt. Komm, nimm doch den mit. Nimm den noch mit, damit kannst du dich doch verteidigen. Nimm den noch mit. Aber nein, wir können nicht. Investigate the zombie on the floor. Take a look to the zombie body on the machine room floor. Oh. Ich hab ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Unsere Batterie geht aber schnell runter. Oh mein Gott. Kann ich glauben, dass sie auch hier sind und die Tür ist auf. Gibt es da sonst noch was, was wir vielleicht untersuchen können? Oh, was ist das? Können wir nicht. 1A. Ja, ich bin 1A, das weiß ich. Na, Mama mia, dann gehen wir. Achso, ja, die Wolf, so. Ja, na komm. Achso, Inventar. Use. Ah ja. Ah, okay. Jump down the ladder. Muss ich mal ein bisschen beeilen. Hab nicht mehr viel Batterie. Komme ich nicht rein? Scheinbar nicht. Zombies! Look for the generator. Elevator. Batterie, die brauche ich. Die kriegen die Tür jetzt aber nicht auf da, oder? Bleib mal schön da drin. Warte, ich muss ja mal kurz. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Warte mal. Jus. Normal. Zack, ja, Jus. Genau. So, und jetzt nochmal. Machen wir normal. Jus. Und Jus. So, jetzt müssen wir zurück. Jetzt haben wir wieder 140. So. Look for the generator, for the elevator. Reimt sich. Das ist der Generator, oder? Warum kann ich nicht anmachen? Auch nicht zu nah rangehen, ehrlich gesagt.
Da kann ich auch nichts machen, ne? Nee. Ein Generator sollen wir auf jeden Fall finden. Oh, das ist doch eine Batterie. Warte mal. Oh. Die nehmen wir auch nochmal mit. Kann ja nicht schaden. Unheimliches Bild. Nee, hier können wir halt auch nichts machen. Nee, müssen wir nochmal zurück, ne? Ich renne mal ein bisschen. Ah, jetzt können wir hier rein. Ja, natürlich. Jetzt können wir da rein, ja klar. Find der Jerry, kein Power für Fuel. Oh, ich muss Fuel finden, okay. Das hier? Finden wir zu viel. Wir müssen noch weiter zurück, ne? Hier liegt ja keine, ne? Nee. Nein, das ist keine Fuel. Nee, nee, nee. Müssen wir nochmal zurück, würde ich sagen. Können wir dann wieder hoch? Nee, wir können nicht wieder hoch. Oh. Na. Da. Wir können nicht wieder hoch. Das heißt, wir müssen hier unten irgendwo die Fuel finden. Irgendwo hier. Hm. Wo finden wir hier Öl? Hier ist ja nichts, ne? Nee. Wo ist denn hier Öl? Radioaktiv verseucht, da ist nichts drin, da können wir auch nichts machen. Keine Ahnung, ne? Leute, ihr habt da nichts, ne? Ihr habt da kein Öl, ne? Oh mein Gott, okay. Alles klar. Danke, Leute. Danke fürs Öl. Achso. Ja, genau. Wieder usen, ne? Genau. So. Use und dann. Powers on the electricity for the elevator. I need to activate it. Was wollen wir wetten? Die kommen gleich raus, wenn ich das anschalte. Schauen wir mal. The elevator is working now. I need to hurry. Use the elevator to escape the zombies. Okay, go, 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 go. Okay, wow, das war... Also, das ist ganz nett. Sieht auch cool aus. Aber es war wieder halt sehr kurz. Aber wie gesagt, ich habe was vorbereitet. Ich fand es aber bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ich muss sagen, ich fand es gar nicht schlecht. Ne, es hatte atmosphärisch ein bisschen was. Ja, aber wie gesagt, auch nur eine Demo. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Aber ja, was soll's, Leute, auf zum nächsten Spiel. So, Leute, das nächste Spiel nennt sich The Floor is Wet, also Boden ist feucht. Ich weiß nicht, worum es geht, keine Ahnung. Hello, thanks for accepting our request. Your cleaning company was recommended to us as the best cleaning company in USA. Your task is pretty simple. There was an incident. But don't worry, we have already eliminated the aftermath of the incident. You just need to clean everything here, and we will pay to you.
Okay, also unsere Aufgabe ist einfach nur alles sauber zu machen. Gut, dann machen wir hier mal alles sauber. Ne, so. Ne, wir müssen einfach mal den ganzen Boden so. Ne. Kann ich eigentlich hochgucken? Ne. Kann einfach so. Ja, guck mal so. So. Ja, mach weg die Scheiße hier. So. Mach sauber. So, genau. Machen wir mal sauber. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Okay, kann ich. Ne. Mach das sauber! Muss ich wieder bewegen oder was? Komm, so. Mach sauber! Mach sauber, du dumme Sau! Hä? Wow, wenn ich jetzt. Okay, wenn ich mich bewege, dann bewegt sich der Wisch aber nicht mit, dann ist. Okay. Machen wir da mal ein bisschen sauber, ne? Das soll ja alles sauber sein. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert ist, aber irgendwas wird da schon sein. So, einmal sauber machen hier. Das hört sich auch gar nicht gesund an, der Wischauer, so ehrlich gesagt. Das ist irgendwie. Das Spiel gefällt mir nicht. Mach doch sauber. Irgendwie geht das nicht, Leute. Jetzt. Und dass das Spiel so still ist, gefällt mir auch nicht. Spiele, Horrorspiele, die sehr still sind und keine Sounds zu hören sind, also außer gewisse Sachen, so wie jetzt das Wischen, ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Ich erwarte Jumpscare. Oh, entschuldigt, Leute. Nein, das war kein Jumpscare. Muss ich mich da reinstellen oder was, damit das sauber ist? Ja, ich muss mich reinstellen. War's das? Bin ich fertig? Oh, nee, das ist doch schmutzig. Und ich blockiere mich selber damit. Guck mal, ich kann mich selber damit blockieren. Ich laufe quasi auf meinen eigenen Wischer. Okay. Ja. Das Spiel ist jetzt. Ja, gut. Aber die Atmosphäre ist ganz okay. Es ist halt kein Sound da. Es ist halt nur unser Schrubber. Mach doch weg jetzt. Komm. Mach weg jetzt. Komm. Ganz schön hartnäckig das Zeug. Weiß zwar nicht, was es ist. Sieht aus wie Pflaumensaft oder sowas. Eine Taschenlampe oder sowas. Wäre ja ganz cool. Ein bisschen mehr Licht, dann könnte ich auch ordentlich sauber machen hier. Oha. Hier ist ganz viel. Da ist ganz viel. Ich traue diesem Spiel überhaupt nicht. Weißt du, wenn das so Spiele sind, die eigentlich nicht so viel, nicht böse gemeint, Leistung haben oder nicht so professionell sind, dann und da keine Sounds kommen, dann erwartet man leider irgendwelche Jumpscares, die einen einfach komplett zerstören. Und ich bin absolut kein Jumpscares gewöhnt, Leute. Also wenn, dann bin ich jetzt. Ich habe halt auch echt keine Taschenlampe oder sowas, ne? Kann auch nur wischen. Kann nichts anderes machen. Ah, ist schon der Aufzug wieder. Hier können wir nicht durch, ne? Ne. Crime Scenes. Hier muss ja irgendwie, also er sagt ja vorhin irgendwie Incident, irgendwas, Unfall oder so passiert. Was passiert? Da ist irgendwas im Weg. Ich kann es nicht erkennen. Kann man seine Aufnahme erkennen? Ne, kann man nicht.
einig. Was ist denn hier passiert? Weißt du, normalerweise sagt man ein paar Leuten so ein bisschen die Sachen, so was hier passiert ist. Das wieder. Habe ich den Fleck nicht gerade schon gewischt? Komm, mach weg. Komm. So. Alright, your job is done. Thank you. You will be paid on the upper floor, so please follow back to the elevator and get up. Okay, alles klar, ich komme zurück und werde hoffentlich bezahlt. Und mir wird auch jetzt nichts passieren oder so. Was war das? Oh. Ending 1 von 3. Natürlich wollt ihr das andere Ende auch noch sehen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder, Leute. Und diesmal schauen wir uns das andere Ende an. Normalerweise sind wir jetzt eben in den Fahrstuhl gegangen, sind einfach weggefahren. Jetzt hören wir aber ein Geräusch. Und so doof wie wir sind, laufen wir jetzt zurück und gucken uns das natürlich an. Hallo? Oh, oh mein Gott, was zum... Oh, oh scheiße. Ja, da war der Jumpscare. Da war irgendwie... Das sah aus wie Cartoon Cat. Vielleicht kennt ihr den ja. Cartoon Cat, das sah aus wie Cartoon Cat aus von hier... Na. Cartoon Cat, das ist so ein Monster, das hat sich jemand ausgedacht. Ein sehr berühmter Kerl, ist auch sehr bekannt, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Oh Gott. Oh mein Herz. Ich dachte, da kommt von rechts, links jetzt was, aber das von rechts das kam, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Leute, was nehmen wir auf hier? Ja, weiß nicht. Nein, weißt du was? Wir machen es beim letzten Mal. 3, 1 von 3. Komm, wir machen noch ein drittes Spiel. Und ein drittes Mal ein großes Yoshi. Hallo zum dritten Horrorspiel, was wir uns heute Abend angucken. Und zwar Touch. The Touch. Also die Berührung. Dieses Ding sieht jetzt schon so unglaublich creepy aus und ja, bringen wir es hinter uns, starten wir. Es sieht jetzt schon so ekelhaft aus. Weiß auch hier rum, hierbei, das seltsame Geräusch kommt vom Wohnzimmer. Ich sollte erstmal angucken. Alter, wie langsam sind wir? Und das ist Rennen. Na, wenn ich so renne... Das habt ihr auch gehört, ne? Habe ich eine Taschenlampe? Nein, natürlich nicht. So ein dunkles Spiel und ich habe keine Taschenlampe. Weiß ich, hätte schwören können, ich habe den Fernseher ausgemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Oh. Ja, habe ich gerade gesehen, wie der Stuhl von selber umgefallen ist? Was geschieht hier? Ich finde, die Wohnung sieht aus wie aus dem Film Der Poltergeist. Einen ganz alten Poltergeist, wisst ihr? Alter, was zum Teufel? Was passiert jetzt? Der Fernseher ist schon wieder angegangen. Ich habe ihn gerade ausgemacht. Ach, und diese Augen. Diese weißen Pupillen. Oh nein, das ist mein Baby oben. Nein, nein, ich komme. Ich muss gucken, dass mein Baby sicher ist. Ah, oh, da ist er eben reingelaufen. Oh, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Oh mein Gott, du blöde Scheiße. Ich sollte mein Baby nehmen und raus hier. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ich will raus hier.
Mach die Tür auf. Oh, oh, lass mich raus hier, lass mich raus hier, lass mich raus hier. Bitte, 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 bitte. Wir sind tot, da können nicht hinkommen, oder? Es ist ekelhaft. Oh mein Gott, ist die creepy. Oh ja, raus hier. Einfach rauszukommen. Lauf, renn. Einfach runter. Oh, lauf schneller. Wir sind so langsam, ne? Aber wenn er mich gleich kriegt, ich sehe nichts. Oh, da, da, da. Oh, ist das ekelhaft. Oh, lauf, 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 doch. Okay, also wir sind entkommen und haben und die Mutter von dem Baby. Oh mein Gott, wir haben das Baby gestohlen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Stay tuned for the touch. Chapter 2 is coming soon. Thanks for playing. Oh, war die ekelhaft, die Alte. Habe ich das gerade richtig gelesen? Wir haben das Baby gestohlen. Das ist die Mutter von dem Kind. Da bin ich böse, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann hätten wir das eigentlich verdient. Also, wenn ich es so gelesen habe. Aber Leute, das war, glaube ich, bisher eigentlich von allen nur das Beste. Oh, und das Herzschlag ständig. Oh, nee, das war gut. Das war gut. Das Spiel war, das, The Touch ist gut. Das Spiel ist gut, ne? Es hat zwar auch wieder diese leicht pixelige Würfel Polygonen-Grafik, aber ich fand's gut. Ich fand's wirklich gesucht. Gut. Leute, das war's aber leider auch schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mir hat auf jeden Fall das letzte Spiel am meisten gefallen. Welches Spiel hat euch denn am meisten gefallen? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, mich mal mit euch darüber zu unterhalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Der Yoshi Gamer hier. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Yoshi.